Hallo, wir grüßen euch aus dem Deutschen Bundestag. Wir haben in dieser Sitzungswoche sehr harte Auseinandersetzungen geführt, insbesondere um die Frage des Umgangs mit Geflüchteten. Die Situation in Nordsyrien rund um Idlib hat sich in den letzten Wochen sehr eskaliert. Die griechischen Inseln seit vielen Monaten mit einer dramatischen Situation der dorthin Geflüchteten. Und in den letzten Tagen ist natürlich unser Blick auch sehr stark Richtung türkische Grenze gegangen. Ganz katastrophale Situation der Menschen, die sich da aufhalten müssen. Insbesondere ja, die Situation der Kinder dort muss uns extrem alarmieren. Deshalb haben wir als Grüne Bundestagsfraktion gesagt, wir müssen jetzt sofort unmittelbar auch parlamentarische Initiativen ergreifen. Ja, und wir fordern natürlich die sofortige Evakuierung von Geflüchteten von den griechischen Inseln, schutzbedürftige Gruppen, das sind zum Beispiel Kinder und Jugendliche, Frauen, müssen runter von den Inseln. Dort werden Flüchtlingsrechte mit Füßen getreten. Und gleichzeitig brauchen wir eine Entlastung von Geflüchteten aus der Türkei. Wir fordern seit langem, größere Kontingente aufzunehmen in Europa und auch von Deutschland aus der Türkei. Und das sind die wichtigsten Forderungen, die wir aktuell haben. Ja, und das Gute ist, dass wir aus der kommunalen Ebene sehr viel Zuspruch erfahren. Allein 138 Kommunen haben sich ja in den letzten Wochen und Monaten bereit erklärt, zusätzlich auch Geflüchtete aufzunehmen. Und wir setzen jetzt auch sehr stark darauf, dass der Druck aus der kommunalen Ebene kommt, dass sich diese Kommunen an den Innenminister, an Horst Seehofer wenden und sagen, lasst die Kinder, insbesondere eben die Kinder, zu uns kommen. Wir haben Kapazitäten in unseren Kommunen. Genau, unter dem ganz klaren Signal, wir haben Platz.